Über ADX Energy haben wir euch in den vergangenen Wochen schon öfters berichten dürfen. Denn die Firma trifft mit ihrem Öl und Gas und insbesondere den zukünftigen Wasserstoffprojekten genau den Nerv unserer Zeit. Denn diese Projekte, die befinden sich nicht irgendwo auf der Welt verteilt, sondern mitten in Europa. Genauer gesagt in Österreich. Erst kürzlich waren Wolfgang Seibold und ich auf den Projekten Anshof 3, aber auch den produzierenden Öl- und Gasfeldern in Zistersdorf. Aufnahmen von unserem Besuch und Interviews mit dem CEO Paul Fink sowie dem Executive Chairman Ian Chakos könnt ihr auf unserem Kanal finden. Doch die Firma hat noch ein anderes Gesicht, nämlich den Thomas. Und Thomas wird die Firma im November auf der internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse in München vertreten. Und deshalb erzählt er uns jetzt ein bisschen was über sich und warum er ADX Energy als ein so spannendes Unternehmen einschätzt. Schönen guten Tag an alle Teilnehmer der Rohstoffmesse in München. Wir freuen uns sehr, als ADX Energy hier teilnehmen zu können. Ja, ich werde teilnehmen und werde verfügbar sein für persönliche Gespräche. Mein Background ist eigentlich ein Finanz-Background. Ich habe bereits mehrere Investor-Relations-Funktionen und Verwaltungsratspositionen bei Öl- und Energieunternehmen gehabt und inne gehabt und bin seit letztem Jahr jetzt bei der ADX Energy in Wien. Die ADX Energy selbst ist ein Öl- und Gasunternehmen, das Assets in ganz Europa besitzt, insbesondere produzierende Assets in Österreich, aber auch in Rumänien und Explorationsassets in Italien. Und als Öl- und Gasunternehmen, gerade auch bei uns von Deutschland als Nachbar, nämlich in Österreich, habt ihr im Prinzip eine sehr wichtige auch vielleicht Zukunftsfunktion. Wir wissen ja gerade alle, wir haben die Öl- und Gaskrise oder Energiekrise in Europa. Seid ihr darauf die Antwort? Unser Unternehmen ist ein besonders interessantes Unternehmen, glaube ich, weil wir eben zwei Standbeine haben. Wir haben eben konventionelle Energieproduktion und wir haben aber auch nachhaltige Energieproduktion im Auge. Also wie gesagt, wir sind im Öl- und Gassektor aktiv, schon seit einigen Jahren, seit 2019, seit wir existierende Öl- und Gasfelder in Österreich übernommen haben und sind dort weiterhin auf Expansion. Und gleichzeitig haben wir aber unsere bestehende Infrastruktur im Auge, dass sie dafür genutzt werden, dass sie eben auch nachhaltig funktioniert. Und im Rahmen dessen haben wir seit vorigem Jahr ein Wasserstoffprojekt gestartet. Wasserstoff ist eines der wichtigsten Zukunftsthemen in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Hier geht es insbesondere darum, dass wir als Energiespeicherunternehmen aktiv werden können. Wir können aufgrund unserer alten Gaslager eben große Gasmengen einspeichern. Das hat man jetzt wieder an der Gazprom-Thematik der Gasspeicher in Deutschland und Österreich erlebt in den letzten, sage ich mal, Monaten, wie wichtig diese Gasspeicherung ist. Und in Zukunft wird es eben so sein, dass man nicht nur Methangas einlagert, sondern eben auch Wasserstoff, nachhaltigen, grünen Wasserstoff einlagern wird. Und das können wir am besten bieten, als eines der ganz wenigen Unternehmen in Europa. Das ist die eine Thematik. Und zweite Thematik in der Nachhaltigkeit, wir sind sehr aktiv auch in der Geothermie, dieses Segment aufzubauen und zu erweitern mit bestehenden Sonden in Oberösterreich und in Niederösterreich und versuchen hier auch eine starke Position der nachhaltigen Energie zu bekommen. Das sind, glaube ich, so wesentliche Marktsegmente, in denen wir auch Zukunft sehr stark aktiv sein werden. Also fassen wir nochmal zusammen. Die ADX Energy ist ein produzierendes Öl- und Gasunternehmen aus Österreich und ist auch mit seinen Wasserstoffprojekten langfristig sehr gut aufgestellt. Das ist nämlich ein wichtiger Baustein, um die erneuerbaren Energien erst einmal grundlastfähig zu machen. Grundlastfähig bedeutet, dass immer ein gewisses Maß an Energie vorhanden sein muss, um Haushalte und Industrien versorgen zu können. Leider gelingt das aktuell noch nicht zuverlässig, denn Windkrafträder drehen sich nur dann, wenn natürlich auch Wind bläst, und Solarenergie ist zwar super, aber in der Nacht nicht zwingend brauchbar. Daher will ADX Energy die überschüssige Energie aus windreichen und auch sonnenreichen Tagen nutzen und dann in Wasserstoff umwandeln, welcher dann in den leeren Gasreservoiren eingelagert werden soll. Und wenn wir dann in einer windstillen Nacht doch einmal unseren Fernseher anstellen wollen, weil wir nicht schlafen können, dann wird dieser Wasserstoff genutzt, um die notwendige Energie aufbringen zu können.
Und so können wir auch in der Zukunft mit erneuerbaren Energien in der Nacht das Licht anmachen und unser Handy laden. Wer zu all diesen Themen Fragen hat, der sollte unbedingt an den Messestand von Axino kommen und sich mit Thomas über diese Themen austauschen. Wer noch Freikarten für die Messe braucht, schreibt uns gerne an roadshow@axino.com und sobald wir als Aussteller Zugriff auf die Freikarten haben, werden wir versuchen, euch so gut wie möglich damit auszustatten. Wir freuen uns auf den Besuch auf der Edelmetallmesse und auf viele gute Gespräche mit euch. Macht euch jetzt schon Gedanken zu ADX Energy, welche Fragen ihr an Thomas habt und dann kommt gerne zu uns an den Stand. Und auch zu unserem Vortrag. Vorher nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns dann im nächsten Video und oder auf der Messe.